Ja, da stehe ich nun. Wieder mit meiner Corvette. Michael, der hat wieder Spaß am Lenkrad. Aber hier das Mädel. Das Mädel wird nicht mehr entführt. Irgendwie schade. Eigentlich nicht, aber an sich irgendwie schon. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei GTA 5. Ich werde hier auf jeden Fall noch ein paar Mal vorbeifahren, in der Hoffnung, dass da noch was wird und vielleicht erleben wir noch ein anderes zufälliges Ereignis. Oh Mann, ey. Wenn ich das wirklich hab weggeworfen für immer. Wäre nur irgendwie realistisch, aber dann wird mich das gesamte Spiel, wird mich das gesamte Spiel begleiten. Mann. Naja. Erstmal, soweit es geht, abhaken. Ärgerlich bleibt es trotzdem. Ich weiß ja immerhin, wo ich zurück muss. Die Ecke, da werde ich mir merken. Und ich schaue da einfach immer mal wieder vorbei. Hi. Oh, hier gibt's einen Freak, Fremder und irgendwas. Aber es ist nicht blau. Von daher ist es nicht mit Michael zu machen. Denn Michael ist blau. Egal in welchem Zustand. Wir fahren ja eher gerade Richtung Trevor. Oh, scheiße. Auf das Schild habe ich jetzt gar nicht so sehr geachtet. Oh, schöner Wagen. Ach, den Qualm wollte ich jetzt mal wirklich angucken. Jetzt ist schon wieder fast dunkel. Ja, blauer Qualm. So, wie komme ich da hoch? Das ist ja ein Berg. Hier unten scheint es sich etwas abzuflachen. Naja, kann man nicht hoch. Fahre ich mal querfeld ein. Hoppala. Oh, ein Scheinwerfer ist auch schon kaputt. Nicht zu schnell hier oben fahren, ansonsten heben wir vielleicht blöd ab. Oh nein! Oh. Habe ich Armbrot überfahren? Da. Ein wildes Tier. Puh, das ist klar. Wie das schmatzt. Ist da noch was? Scheint so. Ach hier, unser Observatorium. Stimmt ja. Ist ja gar nicht mal so blöd, wenn das da ganz oben steht. Und hier ist auch sowas wie eine Straße. Ah. Leitplanke, ne? Hm. Holz hier. Ah, auch Leitplanke dahinter. Das ist ja blöd. Oh, hier ist ja viel Platz. Kann man sich richtig wild treiben. So, der Wagen darf nicht abgeschleppt werden. Ich parke den extra. Wehe, da wird abgeschleppt. Michael? Okay. Ich hätte mit Michael auf jeden Fall nochmal einkaufen gehen sollen. Schusssichere Weste. Hätten wir etwas länger überlebt in der letzten Folge. Helikopter. Hi. Treffen wir uns alle hier? If I don't lose my virginity to the Blue Brothers, I'll just die. In a total state of mindfuckedness at the universe right now and Jen. Oh, alle gehen so. Ey! Blöder Hammel. Pihi in die Klöten gehauen. Daneben. Komm hier, auf der Wüse. Auf der Wiese wird sich geprügelt. Da gibt es immerhin Grasflecken im Anzug. Bumser. Oh nein, nicht treten. Oh, nicht schon wieder sterben. Nee, Moment. Aua. Ich wollte doch ausweichen. Nein. Ah, Michael, treffen. Shit. Nein, Sternchenhammer. Oh, oh. Ja, war jetzt nicht so cool mit Sternchen. Oh, 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 oh. Ich höre sie schon. Ich gucke nicht auf die Karte, will ich nicht. Erstmal ins Auto und die vielleicht abschütteln. Wobei, ich bleib mal in der Nähe meines Wagens, bleib aber mal hier hinten. Hier ist ja gar kein, hier ist ja ein Durchguck. Ich will hier rein.
Oh, ist ein Auto. Oh, es fährt vor. Kommt der hier rum? Ich hab gar keine. Scheiße. Das wird nichts. Hallo? Nein. Wir werden da gleich verhaftet. Ich wollte gerade loslaufen. Aber es ging nicht, weil Michael sich ergeben hat. Oh nein, Kaution. Oh nö. 300, aber der ganze Kram wieder. Waffen noch, aber keine Munition mehr. Und die Westen, wie halt angesagt, weg. Und Autorchen auch wieder verwahrt, oder wie? Och, nee. die Erfahrung, aua, muss man erstmal machen. Mach zu. Tja, ich gehe jetzt nicht ohne Munition zur nächsten Mission. Hey, you selfish prick. Wo ist denn der nächste Waffenladen? Ah, ist das ärgerlich. Hier war doch irgendwo einer hier oben. Da. Rechts dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 links. Das ist die 1. Aha. Das ist die 2. Das ist die 3. 4. 5. War das nicht auf der rechten Seite? Oh. Nee, kann ich jetzt nicht helfen. War das nicht hinter uns jetzt schon? Nee, bin gerade vorbei. Punkt ist immer noch rot auf der Karte. Sehe ich gerade so. Er haut gerade ab in die Richtung. Nö, lass ich. Ich hätte schwören können, das war hier auf der Straße. Vom Gefühl her eben. So, und hier oben dann... das blau-rote da rechts. Nee, es war ein Törtchenladen. Pharmakram. Ammunition! Der Wagen sieht wieder aus. Hier sieht's aus. Gar nicht aufgeräumt. Was macht der denn da? Der ist doch gerade hier angekommen. Du blöder Arsch. Versperr nicht die Ausfahrt. Ach, jetzt wieder Polizei. Was ich jetzt mache, ist ziemlich blöd. Wenn jetzt die Polizei gleich wieder kommt, dann... Ah, er verfolgt uns. Komm ich hier wieder runter? Nein, Sackgasse. Er kommt nicht hoch. Depp. Ob der uns wieder vergessen hat? Ja, hat er. Wenn ich ihm jetzt wieder über den Weg laufe, ist es ihm dann egal? Sein Auto ist ja gestohlen worden. Nee, ich gehe jetzt keinen Konflikt ein. Ich wollte ja eigentlich oben zum Observatorium. Also 24 Stunden offen, wollte schon sagen, scheiße. Keine Öffnungszeit? Nee, die haben immer geöffnet. Dann kaufe ich hier auch gleich mal die Standardausrüstung. Was war denn das für eine Handbewegung? Und dann halt eine Menge Munition. Pistolen mag ich ja. Gott. Dann hole ich auch mal einen Karabiner. Ach, hätte ja gar nicht rausgehen müssen. Karabiner. Reicht erstmal. Standard, größeres. Griff, taktisch, das und das. Und das reicht. Tschüss. Nach der letzten Erfahrung. Nicht lumpen lassen. Gegenstand erworben. Gott. Nimm den da.
Ein Audi TT. Wobei er hat ein anderes. Nee, sieht aus wie ein Mitsubishi Eclipse, oder? Was? Polizei ruft hier jemand? Hat irgendjemand. Aua! Was von Polizei geschwafelt? Deine Tür war offen. Na. Nein, Sternchen, schnell weg. Der Wagen kommt ja gar nicht aus dem Knick. Er schaut irgendwie schon schön aus, aber kommt nicht aus dem Knick. Ich musste hoch, ne? Berg hoch. Oh Gott, hier sind Sirenen, schnell weg. Nicht auf die Karte gucken, ich will es so hinbekommen. Ist irgendwo links. Schnell weg. Am besten nicht hingucken. Dann sehen sie uns auch nicht. Ich fahr am besten mal hier hoch. Nein! Ach, ich habe aber auch ein Talent für mich festfahren. Immerhin sehen sie mich hier oben vielleicht nicht. Finden sie mich vielleicht nicht. Boah, ich höre sie schon wieder. Die sagen Helikopter zu nehmen. Wir haben da erst ein Sternchen. Dann ist der Helikopter für jemand anderes. Moment, ich lausche mal kurz. Es klingt wie links unten. Rechts unten? Links unten, irgendwo hier unten. Ach, weg. Gut, dann geht's weiter. Jetzt brauche ich noch ein passendes Auto. Meins steht nämlich in der Hecke. Die Corvette wäre schon nicht verkehrt, weil die ist immerhin gepanzert. Jetzt muss ich mir was Neues suchen. Gerade hier parkt natürlich kein Auto. Kann ich vielleicht auf einem Müllsack dahin reiten? Klopf, klopf. Ah, lass mal das. Lass mal das halt eben. Auto. Hätte es nehmen sollen. Nehme ich dich. Sieht nicht verkehrt aus. Fehlt aber ein Dach. Hatte das Ding mal Flügeltüren? Hier oben habe ich ja den Grotti Turismo R gefunden. Dann schaue ich hier oben auch nochmal nach, ob es hier noch einen tollen Flitzer gibt. Sehr schöne Farbe. Hier oben an der Kreuzung war das, genau. An dieser habe ich ihn gefunden. Schaue ich mal oben bei den Parkplätzen nochmal, ansonsten fahren wir halt einfach rüber. Was macht denn der da hinten? Steigt jetzt in den roten Flitzer? Nee, er rennt. Ne, läuft gar nicht. Er läuft zweiter, rennt nicht mehr. Na gut, dann fahren wir jetzt wieder rüber. Oh oh. Der Wagen ist nicht übel. Gefällt mir spontan auch. Passt doch irgendwie zu Maike. Na, wir können uns ja gegebenenfalls auch mehrere Wagen zulegen, wenn wir das Geld haben. Aber erstmal bloß die Corvette. Damit ich die auf Maximum bringen kann, muss ich ja dann sowieso erstmal wieder etwas Geld investieren. Und alles ausgeben will ich jetzt auch nicht zwingend, weil dann haben wir nichts mehr. So, war das jetzt hier oben? Hier sieht es schon wieder, Tierchens. Hier sieht es schon wieder recht bergig aus. Mein Gefühl sagt mir hier weiter hoch. Ist doch nicht der höchste Punkt. Ah. Also der Wagen ist schon mal weg. Den haben sie abgeschleppt. Nicht schon wieder. Okay, die verfolgen jemand anderes. Boah! Da ist ein Auto explodiert. Sehen wir das hier noch? Ich muss mal gucken. Das war hier unten, sind die gerade in Explosion gerasselt? Was war denn da los? Das war laut. Muss ungefähr hier gewesen sein.
Okay, dann gehe ich jetzt aber nicht nach... Oh. Schöne Aussicht. Schönes Autochen. Können wir uns nicht einfach mal hier hinsetzen? Mal gucken, macht das Michael vielleicht automatisch? Lehnt er sich vielleicht mal an das Geländer, wenn wir einfach bloß mal so stehen bleiben? Ich bleib mal so und schaue jetzt einfach mal, was ich so sehe. Den Baukran da hinten so eine große Brücke. Der See da unten gefällt mir sehr. Ich habe die Hoffnung, noch in guter Sonic-Erinnerung, dass wenn wir eine bestimmte Zeit inaktiv sind, dass dann der Charakter einfach irgendwie eine Animation, eine Bewegung für sich macht. Aber es scheint Michael nicht machen zu wollen. Aha. Okay. Ich habe gehofft, er lehnt sich da an das Gelände oder setzt sich da hin, aber nee. Wir sehen es halt bloß anders. Nun gut, dann werde ich jetzt mal ausnahmsweise niemanden verprügeln. Und wir gehen mal da rein. Hey, dude, what's going down? Ah, ich muss jemanden umrennen. You know, it's insulting, Beef. That shit ain't real. Excuse me. This is so bad. Nein, wieso musste ich denn schon wieder? Lass das. Oh, no. Shit. Ich kann ihn jetzt nicht umlegen, da bin ich ja gleich wieder dran. Ob der hier drüber kommt? Okay, er schafft's. Nein! Aua! Just get fucked. Kann ich mal die Polizei rufen? Nein, da will ich jetzt nicht durchgucken. Hier kann ich wieder runter. Das schafft er bestimmt nicht. Weiche Landung. Irgendwann hat er uns vergessen. Hi. Kurz. Oh, ich muss gerade geschehen. Ich habe auf die kleine Karte geschaut. Wir müssen ungefähr hier hinter. Kameras? Nee. Da rein? Nee, hier oben noch. Davy! How you doing? About as good as can be expected. But the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davy, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. But we haven't really talked about anything either. But if, no, when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nein, danke. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamoff. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you?
sehr nett, sehr richtig netter Herr. Jetzt liegen wir gleich da drin, in der Frostkammer. Nackend, oder was? What we got? John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. See the broken capillaries around the nose? Alcoholic. I wouldn't take any bets on the state of the liver. Do we still think 40s? Takes a toll. He's an advert for clean living. Note the discoloration of the teeth and the fingers. Smoker. Pack a day, I'd say. Probably cigars, too. Guy was going like there was no tomorrow. Yeah, he's got that right. Some people think they're immortal. Till you get chest pains pumping away at your mistress. Lucky girl having this thing on top of her, huh? She was probably relieved when he bought it. Awkward conversation with the spouse. Might have got some hush money. It's a win-win. Only losers are the chumps who gotta cut him open to rule cause of death. Ist gerade so interessant, was sie so aus uns heraus, aus Michael herauslesen. Ah! Oh, Jesus! God! Back from the dead, motherfucker! Wo sind unsere Sachen? Eine Mülltüte. Come out! Hands in the air! Jetzt kriegt er eine Mülltüte beim Kopf. Might be in the other room. Könnte sein. Give it up! Surrender yourself! Ach, das war schon die Schleichhaltung, okay. Die haben uns wieder alles abgenommen, ne? Oh, nicht mal ein Schalldämpfer. Aber ich würde erstmal sagen, das war's erstmal für die Folge. Und in der nächsten Folge suchen wir halt mal wirklich nach der Leiche. Aber interessant, in was für Situationen hier man kommt. Interessant. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.